Ein wunderschönes Moin Moin. Hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Deus Ex Mankind Divided. Und ich gehe jetzt hier sofort weiter im Gebiet der Ark. Auf den Weg zu Rooker. Eben ein paar Mädels ausgeschaltet. Jetzt geht's weiter. Immer vorwärts. Was ist, wenn wir das mit Rosika waren? Glaubst du, Talos würde das zulassen? Wahrscheinlich nicht. Aber hast du nie das Gefühl, dass hier jemand anderes die Fäden zieht? Interessant. Schlaf, Mann. Du bist paranoid. Habt ihr gehört? Was ist, wenn wir das mit dem Bahnhof waren? Das sind ja alles nur Opfer, die als Sündenbock dienen wollen. Sorge dafür, dass Ivan sein Willkommenspaket erhält, bevor er in den Einsatz zieht. Welcher Einsatz? Von Bela. Die machen schon Einsätze, aber sind die wirklich für die Sprengung verantwortlich? Die ganze gute PR, alles futsch. So, da vorne war wieder so eine Lasersperre. Jetzt bin ich hier erstmal durchgekommen. Da ist ein Hacker. Die Cops werden sich wundern. Oh, das sah böse aus. Jetzt macht sie hier den Seestern. Guck dir an. Die Seesternfrau. Wer kennt sie nicht? Die gucken hierher. Ich weiß aber nicht, ob die mich sehen, wenn ich... Oh. Von oben? Wow, 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 wow. Alter, wie viele hier sind? Alter, wie viele hier sind? Habe ich das eben schon mal gesagt? Vor allem, ja, da hat mich gerade jemand von oben entdeckt. Ach, guck mal, hier ist der Utulek-Komplex. Auf dem Bild sieht es aber netter aus, oder? Nicht so dunkel. Anfang 2020er kamen viele augmentierte Arbeiter aus dem Ausland nach Prag. Da die Tschechische Republik nicht für alle Unterkünfte hatte, bat sie die Santo Group um Hilfe. Kurz darauf wurde am Stadtrand von Prag ein riesiges, einzigartiges Wohnprojekt errichtet. Der Utulek-Komplex. Eigentlich sollte er nur eine vorübergehende Lösung sein, aber der Opti-Zwischenfall endete alles. 2029 ist der Komplex im Prinzip ein streng bewachtes Segregationslager für Optis geworden, das sich selbst Golem City nennt. So ist das hier also alles zustande gekommen. Okay. Also, dieser Weg hier ist schon mal gut. Was ist, wenn wir das mit Rosika waren? Glaubst du, Talos würde das zulassen? Wahrscheinlich nicht. Aber hast du nie das Gefühl, dass hier jemand anderes die Fäden zieht? Du brauchst Schlaf, Mann. Du bist paranoid. So. Wo ist eine andere hingegangen? Auf dieser Ebene der Zentrale sind keine Eindringlinge zu sehen. Die sind hier einfach durchgegangen. Die ganze Arbeit. Die hier ausschalten ist ja nicht das Problem. Ich glaube, der Rechner ist gar nicht so interessant. Das ist nämlich kein Security-Rechner. Und das Blöde ist, wenn ich hier stehe, kann mich einer von oben sehen, der da durchguckt. Ich könnte hier weitergehen. Ja, hier sind so viele. Guck dir das an. Kamera da, Kamera hier. Da. Da ist nicht mal ein Sichtkegel eingezeigt. Aber wenn ich hier hingehe... Da sieht mich jemand. Ich weiß aber nicht, wer. Okay. Betäubungspfeile. Da stehen zwei und das ist ein richtig sicher, also ein wichtiger Raum da vorne, glaube ich.
Talos sollte im Fernsehen auftreten. Er muss die Situation beruhigen. Da ist noch eine Tür. Da muss ich rein. Ich fürchte, sie werden wohl ihren Hass nie finden. Geebneter Weg. Jetzt sind die da irgendwie misstrauisch, weil ich den Fernseher ausgeschaltet habe. So kann man Leute auf jeden Fall weglocken. Sie werden die Ark für Rosika verantworten. Bringt mir jetzt aber auch nicht viel weiter. Da immer wenn ich hier rausgehe, sieht mich irgendwas. Wenn ich schnell gehe. Oh. Okay. Hat geklappt. Wenn es auch riskant war. Aber ab und zu muss man auch ein bisschen was riskieren, würde ich mal sagen. Hier ist jemand. Es passiert in dieser Woche. Diesmal haben sie die Tür abgesperrt. Ich kann nicht lauschen, aber es geht immer noch um Operation Sturmflut. Was immer das ist. Was ich gerne haben würde, ist Augmentierung, dass ich zwei Leute ausschalten kann im Nahkampf. Das wäre hier, ne? Quecksilberreflexe, zack, da können wir nämlich zwei im Nahkampf ausschalten. Ermöglicht bessere Koordination von Stärke und Geschicklichkeit. Ermöglicht es gleichzeitig das Ausschalten zweier nebeneinander positionierter Gegner. Das brauche ich. Unbedingt. Kostet zwei Punkte, so ein Scheiß. Den Aufzug betreten. Sollten bei sowas dabei sein. Für wen halten die sich? Rekrutiert Marchenko jetzt deine Freunde? Die sind nicht mal Mitglieder. Er hat sich mit ihnen nach Park eingeschlichen. Er und sein kleiner Club. Noch mehr Besprechungen ohne uns. Weißt du was? Ich wette, Rucker weiß gar nichts davon. Das ist jedenfalls definitiv nicht seine Art. Okay, die trennen sich. Hervorragend. Na, was heißt trennen? Das stehen immer noch sehr dicht zusammen. Ich will hier den Computer benutzen. Wenn ich schnell bin, kann ich den einen Betäubungspfeil in den Kopf schießen und den anderen schnell mit dem Nahkampf ausschalten. Da ist was! Hat geklappt. Das hat geklappt. Ich will nicht, dass der da hinten die Leiche sieht. Die lag schon fast im Sichtsektor. Okay, ein PDA. Hoffentlich für den Rechner hier. Sicherheitshub. Jo, sieht gut aus. Ein Passwort erhalten. Wie kann ich mich jetzt bewegen? So, Sicherheitsterminal. Und da ist auch das Passwort dafür. Vier, fünf, eins. Kameras, alle aus. Alle aus. Geschütze. Teambeschuss. Könnt ihr mir vielleicht einiges an Zeit sparen? So. Das habe ich. Sesam, öffne dich. Dann nochmal kurz zwischenspeichern. Hat ja bisher bis hierhin ganz gut geklappt. Auch eben die beiden auszuschalten. Ohne Doppelausschaltung. Einfach nur mit dem Betäubungsgewehr und mit einer Faust. Trotzdem muss ich in den Bereich hinter mir. Ist das hier vielleicht irgendwas? Das sieht irgendwie so aus wie so eine Luke, die man öffnen könnte. Da oben. Ne. Der haut wieder ab. Der geht gerade in die Richtung.
Wie komme ich denn an diesen Dingern vorbei? Ich muss da drüben hin. Schnell, 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 schnell. Die Schicht heute dauert nur 12 Stunden. Was machst du morgen? Hier ist ein Lüftungsschacht. Eine neue Lieferung kommt rein. Oder ein Durchgang. Decken, Dosengemüse, Jodtabletten, Monatsbindungen, vielleicht sogar ein paar Solarheizplatten. Ich sorge für Ordnung bei der Verteilung. Und du? Ich fülle mal eine Pressemitteilung. Telles hat Beweise, dass die Polizei in Lyon die augmentierte Tierärztin erst in Handschellen gelegt und dann erschossen hat. Was? Klingt wie letzte Woche und die Woche davor. Findest du nicht? Okay, haut ab. Nice. Dankeschön. Und moin, moin, Herr. Wieso kann ich nicht... Wieso kann ich den nicht angreifen hier? Ich kann den doch voll hier rüberziehen. Ab und zu ist das komisch. Mahlzeit. Komm her. Liegt der hier gut? Egal. Man macht uns zum Sündenbock. Kann ich dahinter lang? Sehr nice. Guck dir mal an, was hier für Schleichwege sind, Mensch. Wie gut das gemacht ist. Carlos sollte im Fernsehen auftreten. Er muss... Was ist mit dem Milbatch da los? Das sehen wir uns lieber an. Er hat eine Leiche gefunden. Oh oh. Das ist auch immer echt hart, diese Schläge. Hier, der Laser geht immer an und aus, ne? Eben war der aus. Ich habe es ganz genau gesehen. Komm schon. Bravo, ich mein's ernst. Wehe, das ist ein Scherz. Der war eben aus. War ich lange weg? Okay, du bist gut. War das ein Grafikfehler? Der war doch eben aus, der Laser, der untere. Sehr komisch. Die sind ein bisschen aufgebracht da unten, weil sie den einen Typen gefunden haben. Was ist denn das hier? Ah, das ist noch ein Sicherheitsraum. Vielleicht ist es da drin was. Zu viele Geräusche hier. Komm schon, die Bewegung tut dir gut. Oh, der kommt raus. Der kommt raus. Schöne Brille hast du auf. So, hier kann ich sicherlich jetzt was mit den Lasern machen. Okay. Kein Terminal hier? Ich halte nicht wieder die Tonangel. Meine Schulter ist im Arsch. Ah, eine Leiter. Nach oben. Hier kann ich was ausschalten. Ah, hier ist nichts zu hören, oder? Toll, das hat aber nichts gebracht. Die Laser hier sind immer noch aktiv. Da ist noch ein Raum. Hier muss ich rein. Ich brauch Batterieenergie. Reicht nicht? Hallo? Ist da jemand oder was? Nein! Wo er aufgestanden ist, hat's geklappt. Ich glaube, sie haben mich entdeckt. Oder ist das Geschütz, was da auch ein bisschen rumballert? Hinter mir ist das Geschütz, sieht man auf der Karte, das... Wow! Weißt du was? Geh schon, los! Die kämpfen jetzt gegen mich und gegen das Geschütz. Scheiße.
Geht lieber den anderen Weg. Geht lieber da lang, wo das Geschütz ist. Was machen die jetzt bitte da? Deine Augmentierungen retten dich auch nicht. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Ihr seid nicht besonders die hellsten, oder? Ich auch nicht, aber die sind ja noch schlimmer. Oh, jetzt ist das Geschütz ausgeschaltet. Mann. Das ist Rauch. Rauch macht mir gar nichts. Kommt doch mal her, dass ich auch euch ausschalten kann. Guck mal, wie die ganzen Blätter hier rumfliegen. Mensch, das sind nicht mal Physik-Engine. Na los, komm her. Muss nachladen. Oh, Credit Chip, nice. Das ist alles nur, weil das Geschütz hier angefangen hat rumzuballern. Dafür habe ich es ja auch gehackt, aber was macht der denn da drin? Okay. Wisst ihr was? Ich gehe einfach mal weiter. Guck dir das an, das Geschütz. Ah, hier ist der Fahrstuhl. Das Geschütz hat jemand erwischt. Chicane, ich rücke auf Ruckers Position vor. Haben Sie die Koordinaten? Ich schicke sie Ihnen, sobald mein Kaffee leer ist. Lassen Sie mich nicht hängen, Chicane. Kümmern Sie sich um Ihr Ziel und seien Sie vorsichtig. Er ist gefährlich. Abwarten. Ab und zu könnte die KI echt ein bisschen besser sein, aber... Ich spiele noch nicht mal auf leicht. Das ist ja der Herausforderungsmodus. Also wo ich eine kleine Herausforderung habe. Habe ich auch hier und da. Aber wenn die sich so fertig machen lassen von einem Geschütz. Und hier die Kamera ist ja auch schon meins. Das ist echt lustig. Okay, hier vorne soll der Typ drin sein. Ich denke mal, dann mache ich hier eine kleine Pause und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und dann schauen wir mal, ob ich Rucker hier hinaus bekomme. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten hier in dieser recht merkwürdigen Folge mit dem Typen, die ich ihm mal ausgeschaltet habe. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit Deus Ex. Also haut rein, bis dann und ciao, ciao.